Heute ist der Geburtstag von Daisy, Ivy und Violet. Ich kann es kaum glauben, aber heute werden sie tatsächlich schon zu Kindern. Es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen, dass ich Gabriel kennengelernt habe, dass wir uns ineinander verliebt haben, dass ich herausgefunden habe, dass ich schwanger bin und beschlossen habe, sie allein großzuziehen. Und jetzt, naja, jetzt stehe ich genau noch einmal am Beginn dieser Reise. Werde ich es wieder ganz allein schaffen? Hallo, ich bin Elle Jenix und das ist der 10. Part meiner 100 Baby Challenge. Viel Spaß! Wie wir im letzten Part erfahren haben, Emma ist schon wieder schwanger. Ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht ganz sicher, ob wir das Geschlecht jetzt schon in diesem Part herausfinden werden, denn auf jeden Fall werden in diesem Part unsere Drillinge zu Kindern. Danke übrigens auch für die ganzen Namensvorschläge. Ich habe mich aber natürlich noch nicht für einen Namen entschieden, also ihr könnt mir auch noch gerne hier unter diesem Video jetzt weitere Namen vorschlagen. Nicht vergessen, unser Thema ist alles, was mit Pflanzen zu tun hat, also alle Namen rund um Pflanzen, Gräser, Bäume, Blumen oder was auch immer euch einfällt. Bevor wir in den Part hineinstarten, eine kleine Sache noch. Vielleicht ist es euch schon aufgefallen, bald sind wir hier auf YouTube tatsächlich schon bei 1000 Abonnenten. Wenn das der Fall ist, möchte ich das gerne mit euch in einem 10-Stunden-Stream auf Twitch feiern. Und es wird dort Gewinnspiele geben, Cozy Games, gruselige Games und wenn alles nach Plan läuft, auch Spiele mit euch. Weitere Infos dazu findest du hier auf YouTube im Community Tab oder auf meinem Discord-Server oder auch auf meinem Instagram. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, so viele wie möglich von euch dort dabei zu haben. Aber gut, dann starten wir jetzt gleich in den Part hinein. Und hier sind wir wieder. Hier sehen wir unsere zuckersüße Violet, die sich gerade mit einer Pflanze unterhält. Und sie stinkt auch schon wieder. Wie könnte es anders sein? Auf jeden Fall haben die Drillinge heute Geburtstag, also genau heute. Und es ist auch schon 17 Uhr. Das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall beeilen. Und ich hätte gesagt, wir veranstalten jetzt dann gleich auch eine Geburtstagsfeier. Also die Torte steht hier schon bereit. Das ist ja die Schokotorte, die Emma letztes Mal für den Kuchenwettbewerb gebacken hat. Und dann musste ich feststellen, dass ein Kuchen keine Torte ist oder eigentlich, dass eine Torte kein Kuchen ist. Und deshalb konnten wir diese leider nicht dort einreichen. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt zumindest eine Geburtstagstorte für die Kleinen. Aber gut, dann kann Emma auch schon gleich mal die ganzen Leute einladen. Und zwar werden wir ein Ereignis hinzufügen, eine Geburtstagsparty. Wir haben unsere drei kleinen Geburtstagskinder. Und dann werden wir, wen werden wir einladen? Raoul werden wir nicht einladen. Der war im letzten Part so gemein zu Emma. Ich weiß, ein paar von euch sind ein bisschen auf seiner Seite oder können ihn zumindest verstehen. Aber das ist mir egal, ich lade ihn jetzt trotzdem nicht ein. Irgendwann muss sie auf jeden Fall mit ihm reden, aber noch nicht jetzt. Gut, dann werden wir natürlich Scarlett und Haru einladen. Und Gabriel werden wir auch einladen und ich glaube, das reicht dann auch schon. Ja, Cater, Mixer, Entertainer brauchen wir nicht und wir haben auch nicht das Geld dafür. Und wir beginnen jetzt und zwar hier. Hä, wieso kann ich die Feier nicht hier steigen lassen? Ich möchte doch einfach nur zu Hause feiern. Irgendwie kann ich die Feier hier nicht steigen lassen. Keine Ahnung, was ich falsch mache. Okay, dann müssen wir alle eben manuell einladen. Ist zwar ein bisschen blöd, aber da können wir jetzt leider nichts anderes machen. Gabriel und Haru und hier haben wir Scarlett. Die ist anscheinend sogar noch da. Ja, okay, dann komm doch einfach wieder, wenn du gerade bei uns warst. Okay, sie geht leider gerade nach Hause, dann müssen wir sie in ein paar Minuten nochmal anrufen. Und genau, ich glaube, man sieht bald, dass Emma schwanger ist. Ja, in 2 Stunden. Das heißt, wir werden sie jetzt gleich ein wenig umstylen. Also ich ziehe ihr nur ein bisschen was anderes an. Zumindest für die Party jetzt, dass sie es noch vor ihren Eltern und vor Gabriel verstecken kann. Weil ich glaube, die finden es gar nicht so cool, dass sie schon wieder schwanger ist. Oder zumindest ist Emma nervös und möchte es ihnen jetzt noch nicht sagen. Dann machen wir eine Ausgekleidung. Ich glaube, ich ziehe das an. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und das ist hier so ausgestellt. Also da fällt es eben nicht auf, dass sie schwanger ist. Bald wird sie es ihnen ohnehin sagen. Und dann kann sie wieder ihre ganz gewöhnlichen Klamotten anziehen. Gut, und hier sind wir wieder. Ah, perfekt. Gabriel ist schon da.
dann kannst du ihn gleich mal begrüßen. Wir werden ihm einfach mal nach seinem Tag fragen. Und Haru ist auch schon hier. Bei ihm werden wir einfach mal unserem Ärger Luft machen, einfach weil es unser Vater ist und er sollte uns verstehen. Scarlett können wir leider noch immer nicht anrufen. Okay, hier kommt jetzt die Meldung, dass Emma Geburtstag hat, aber natürlich kann sie nicht altern, da sie schwanger ist. Ich hätte Scarlett zwar wirklich gern dabei, aber wenn sie jetzt nicht wiederkommen kann, dann ist das ein bisschen blöd, also dass wir sie jetzt nicht anrufen können. Oh, Raoul möchte sich jetzt selbst zur Geburtstagsfeier einladen. Ich bin fast da. Ist es für dich in Ordnung, wenn ich vorbeikomme? Ich verstehe, dass er mit dir reden möchte, gerade bei allem, was im letzten Part vorgefallen ist. Aber es geht heute um ihre Kinder und nicht um sie. Das heißt, ich werde ihm jetzt absagen. Und sobald wir den Geburtstag fertig gefeiert haben, wird sie ihn einfach besuchen und dann nochmal mit ihm über alles sprechen. Gut, dann sollen sich alle mal hier versammeln und dann kann eigentlich schon unser erstes kleines Mädchen die Kerzen ausblasen. Am ältesten ist ja unsere Daisy. Okay, die hat einen langen Weg vor sich, die stapft nämlich von draußen rein. Und ich bin schon so gespannt, wie sie alle aussehen werden und wie sie sich weiterentwickeln. Also ich habe jetzt für alle schon so eine kleine Storyline geplant. Ich meine, ich weiß natürlich nie, ob die Sims dann auch so mitspielen, wie ich mir das vorstelle. Aber zumindest für Ivy und Violet habe ich schon eine ziemlich genaue Vorstellung. Wieso ist der Fuchs in unserem Haus? Ist das ein Glitch? Ich singe dem Fuchs einfach mal vor. Okay, das war ein Glitch. Er ist in Wirklichkeit draußen. Alles klar. Gut. Jetzt nervt Raoul uns einfach schon wieder. Hey Schönheit, ich bin in Stimmung. Wollen wir etwas Zeit miteinander verbringen? Raoul hat wirklich Nerven. Wir haben ihm vor 5 Minuten abgesagt. Da wollte er noch einfach vorbeikommen und normal Zeit mit uns verbringen. Was er jetzt von Emma möchte, ist ziemlich eindeutig. Und das am Geburtstag ihrer Kinder. Raoul wird mir wirklich immer unsympathischer. Nein, Raoul, kannst du uns jetzt bitte in Ruhe lassen? Wir werden uns bei dir melden, wenn wir bereit sind. Und zwar, um mit dir zu reden und nicht irgendwelche anderen Sachen machen. Gut, Daisy, dann kannst du jetzt gleich mal die Kerzen ausblasen. Emma wird dir natürlich dabei helfen. Okay, liebe Daisy, wünsch dir etwas. Und dann muss Emma ganz schnell wieder Geburtstagskerzen hinzufügen. Es darf ja niemand ein Stück nehmen. Und unsere Daisy ist älter geworden. Okay, sie hatte das Merkmal Albern. Und jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, was sie noch hatte. Daisy hat mit ihren Kleinkindfähigkeiten ein Bonusmerkmal verdient. Die Bonusmerkmale von Daisy findest du in der Simologie. Okay, sehr, sehr gut. Als Kleinkind war sie gut in Motorik, Sozial, Kreativität und Mental. Daisy habe ich mir irgendwie so vorgestellt, dass sie sehr in Bücher verschlungen ist. Also, dass sie ein sehr kluges Mädchen ist, sich in der Schule sehr anstrengt. Deshalb hätte ich gesagt, ich gebe ihr Chemie. Diese Sims sind häufig konzentriert, können mit anderen Ideen teilen und wirken wohlmöglich verstimmt, wenn sie ihre Mentalfähigkeit eine gewisse Zeit nicht verbessert haben. Da sehe ich sie auf jeden Fall. Dann hätte ich gesagt, ich gebe ihr noch Bücherwurm. Diese Sims erhalten mächtige Stimmungen, wenn sie Bücher analysieren und sie können auf einzigartige Weise über Bücher reden. Ich glaube, das passt ganz gut. Und als letztes Merkmal gebe ich ihr einfach mal fröhlich. Ich glaube, sie ist ein sehr fröhliches Kind und das passt ganz gut zu ihr. Dann braucht sie noch ein Bestreben. Am besten geben wir da auch gleich das Mentalbestreben, Senkrechtstarterin. Ja, ich glaube, das passt ganz gut. Ich weiß nicht, inwiefern ich jetzt das Bestreben als Kind wirklich schon erfülle. Aber auf jeden Fall hat sie zumindest einmal eins und wir schauen, wie weit wir damit kommen. Sehr gut. Ivy hat kein Stück Kuchen genommen. Das heißt, wir können nochmal die Geburtstagskerzen hinzufügen. Und dann kann Ivy gleich die Kerzen ausblasen. Und natürlich wird Emma ihr dabei helfen. Oh, wir haben gerade gesehen, dass Gabriel ein Geschenk mit der Post geschickt hat. Das wird dann also auch bald ankommen. Und nun bläst unsere kleine Ivy. Jetzt hat sie Geburtstag. Und Emma ist gerade sehr, sehr schwanger geworden. Sie sollte sich vielleicht ganz, ganz schnell umziehen. Das habe ich natürlich vergessen. Und zwar in ihr Inkognito-Outfit. Ja, okay. Diese Schwangerschaft sieht natürlich absolut niemand. Das ist nur das Kleid. Und jetzt ist auch Ivy älter geworden. Ja, in welche Richtung Ivy geht, das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich möchte, dass sie sich mit um den Hof kümmert und einfach sich zu Hause um alles kümmert, also um ihre zukünftigen kleinen Geschwister und um die Tiere.
Gibt es da schon Merkmale im Kindesalter, die gut passen? Wir geben ihr auf jeden Fall Tierfreundin. Diese Sims sind besessen von Tieren und sie suchen häufig ihre Gesellschaft. Ihnen fällt es leichter, sich um Tiere zu kümmern und sich ihnen anzunähern. Das passt wirklich sehr gut. Dann könnten wir ihr noch korrekt geben. Also diese Sims missbilligen das unangemessene Verhalten anderer Sims, wie zum Beispiel gemeine oder schelmische Interaktionen. Sie bevorzugen schicke Kleidung und bauen schneller freundschaftliche oder romantische Beziehungen auf. Wobei nein, das finde ich passt nicht, weil ich sehe sie eher so als Einzelgängerin. Das heißt, ich werde ihr jetzt, glaube ich, auch das Einzelgängermerkmal geben. Also, dass sie mehr oder weniger mit Tieren besser umgehen kann als mit Menschen. Ich glaube, so sehe ich sie. Und dann könnten wir ihr eigentlich zusätzlich auch noch Hundefreundin geben. Hier haben wir das, Hundefreundin. Und dann brauchen wir eben so schnell wie möglich einen Hund. Wer weiß, vielleicht sollten wir uns gleich den von der Familie Shaw holen. Der wohnt ja noch immer allein im Haus. Gut, und dann brauchen wir eben noch ein Bestreben. Dann geben wir ihr hier wohl am besten Motorik, weil Kreativität, mental und sozial, da sehe ich es jetzt nicht so. Deshalb gebe ich ihr jetzt hier Motorik. Sehr gut. Und dann, nein, Violet, warum schläfst du denn? Dann muss jetzt nämlich auch noch Violet die Kerzen ausblasen. Und sie wird aber nicht Emma fragen, sondern sie wird Gabriel fragen. Das habe ich ja auch schon mal gesagt, dass Violet auf jeden Fall nach ihrem Vater kommt. Also das sieht man ja auch hier. Sie hat ja zwei Merkmale von ihm, und zwar kreativ und Bro. Und ja, deswegen wird auch er ihr dabei helfen. Und Ivy ist tatsächlich schon dabei, die Hausaufgaben zu machen. Wow, okay. Ich habe zu Hause noch einiges zu tun. Wir sehen uns wieder. Okay, der Fuchs verabschiedet sich von uns. Danke, dass du mit mir abgehangen hast. Wir sprechen uns bald wieder. Okay. Aber unsere kleine Violet hat jetzt Geburtstag. Gut, was geben wir Violet? Also kreativ hat sie ja schon. Das hätte ich ihr sonst gegeben, weil für mich ist sie auf jeden Fall ein sehr, sehr kreativer Sim. Dann gebe ich ihr vielleicht Tagträumer. Diese Sims sind oft inspiriert, verlieren sich aber in ihren eigenen Gedanken, weil ich finde, das passt so zu einem kreativen Mensch. Was könnten wir ihr noch geben? Dann machen wir sie noch zur Musikliebhaberin. Das passt auf jeden Fall sehr gut, wenn sie nach ihrem Vater kommt. Und sie könnten wir ja dann auch noch gesellig machen. Ich glaube, diese Mischung passt dann ganz gut, weil dann haben wir eben Daisy, die immer in Büchern steckt und eben alles über die Welt herausfinden möchte. Dann haben wir Ivy, die eben möglichst viel Zeit mit Tieren verbringen möchte und sich um den Hof mitkümmert. Und dann haben wir Violet, und die ist eben unsere Kreative. Und der geben wir dann natürlich auch das Kreativitätsmerkmal. Ja, ich glaube, das passt ganz gut. Und bevor wir irgendetwas anderes machen, werde ich den dreien dann auch gleich mal ein Umstyling geben. Und zwar gehen wir dafür in den Create Sim. Dann beginnen wir natürlich mit unserer Daisy. Und es geht jetzt los. Thank you.
Und hier bin ich wieder. Das hat ewig gedauert, aber ich bin mit dem Ergebnis sehr, sehr happy. Also hier haben wir unsere Daisy. Daisy hat einen sehr erwachsenen Stil bekommen, würde ich sagen. Also wie gesagt, sie fixiert sich ja sehr auf die Schule und sie möchte eben in der Schule erfolgreich sein. Und ich glaube vor allem dadurch, dass Emma halt sehr wenig Zeit hat, ist sie halt sehr schnell sehr erwachsen geworden. Deshalb habe ich mich dafür entschieden und wie immer habe ich natürlich auch das Gelb mit reingenommen, also bis auf hier. Aber hier hat sie eben das Weiß mit drin, weil bei Daisy habe ich ja gesagt, ihre Farben sind Gelb und Weiß. Gut, dann schauen wir gleich mal weiter zu unserer Ivy. Also hier haben wir unsere Ivy. Von den drei würde ich irgendwie sagen, dass sie noch den kindlichsten Stil hat und ihr Stil ist auch ein bisschen zusammengewürfelt. Also ich glaube ganz ehrlich, Ivy ist es ziemlich egal, wie sie sich kleidet und was sie anhat und das merkt man auch ein wenig. Ich finde grundsätzlich ihre Sachen auch sehr, sehr süß, aber man merkt eben, dass es ihr ziemlich egal ist, was sie anhat. Und ihre Farbe ist eben grün und deshalb hat sie auch immer ein wenig grün dabei. Also ich finde, bei ihr hat man bei jedem Outfit das Gefühl, dass sie sich gleich um die Tiere und um den Garten und um alles rundherum kümmern möchte. Genau, also das ist jetzt unsere Ivy. Und dann haben wir natürlich noch unsere Violet. Ich finde auch Violet hat einen sehr erwachsenen Stil. Und wie gesagt, kommt Violet ja sehr nach Gabrielle. Und deshalb habe ich so versucht, sie sehr künstlerisch zu machen. Und auch so in ihrer Kleidung habe ich zum Beispiel darauf geachtet, dass sie keine Kleider trägt oder keine Röcke. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass sie das einfach nicht möchte. Und Emma schätze ich so als Mutter ein, dass es ihr eigentlich egal ist, was ihre Kinder anhaben. Also solange sie glücklich sind, ist Emma es auch. Und bei ihr habe ich mich eben wieder sehr an das Lila und das Rosa gehalten. Wobei ich diesmal eher bei Lila geblieben bin. Also das passt, finde ich, eben auch eher in die Richtung, dass ihr Vorbild eben ihr Vater ist. Deshalb ist auch sie sehr erwachsen gekleidet, auch ziemlich modebewusst, würde ich sagen. Und eben wieder sehr viel mit dem Violett und dem Lila. Aber ja, bei Kindern in diesem Sphere weiß man ja oft nicht genau, in welche Richtung das Ganze geht. Deshalb bin ich schon sehr, sehr gespannt, wenn sie dann Teenager sind, weil da, finde ich, kristallisiert sich die Persönlichkeit dann richtig heraus. Aber gut, dann spielen wir jetzt gleich weiter und ich glaube, wir werden die Feier dann auch gleich mal beenden, denn Emma muss noch ganz dringend mit Raoul sprechen. Übrigens, ich weiß, wir haben nicht genug Betten. Das ist mir absolut bewusst und wir haben auch kein Geld. Gut, wir haben 10 Schokobären und 20 Karotten im Inventar. Die werde ich tatsächlich alle verkaufen, weil das Problem ist, ansonsten muss ich sie einzeln aus dem Inventar geben und das möchte ich nicht. Oh, wow, wir kriegen tatsächlich ziemlich viel Geld dafür. Das ist wirklich gut. Dann können wir uns vielleicht sogar die Betten doch leisten. Okay, das geben wir mal weg und das geben wir weg. Und die Betten gebe ich in der Zwischenzeit ins Inventar. Wir werden ja bald wieder Kinder bekommen oder zumindest ein Kind. Wir wissen ja noch nicht, wie viele es werden. Ich habe übrigens so Angst, dass es wieder Drillinge werden. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr glaubt, wie viele Kinder es werden. Schauen wir mal, ob irgendjemand richtig liegt. Ich schaue mal, wie viel Kinderbetten kosten. Okay, die günstigsten sind diese hier von der Werwolf-Erweiterung. Und ich glaube, die passen auch ganz gut. Okay, farblich gibt es jetzt nicht so viele Variationen, wobei da hier haben wir sehr viel Gelb dabei. Das wird dann wieder Daisy. Haben wir ein grünes? Ja. Dann haben wir das natürlich wieder für unsere Ivy. Und für Violet nehmen wir einfach das. Da haben wir hier ein bisschen rosa und generell ist es ja dunkel. Ich glaube, das passt ganz gut. Und jetzt sind wir wieder absolut pleite. Sehr schön. Dann hätte ich gesagt, Emma spricht noch ganz kurz mit ihren Kids. Also sie wird einmal die Liebe für Daisy ausdrücken und dann sollen sich die anderen Kids einmal mit ihrem Vater unterhalten, also mit Gabrielle, vor allem Violet. Entschuldigen? Wieso kann Violet sich entschuldigen? Nein, du hast sicher gar nichts gemacht. Du wirst ihn jetzt kennenlernen. Ich habe keine Ahnung, warum sie sich bei ihm entschuldigen können. Okay, entschuldigen wir uns einfach mal. Ist irgendetwas vorgefallen zwischen den beiden? Gefühle von Gabrielle gegenüber Violet. Ungewolltes Kind? Gabrielle hat immer noch Probleme, sich mit diesem Kind abzufinden. Was? Da entschuldigst du dich jetzt mal ganz sicher nicht. Haben die anderen diese Stimmung auch mit ihm? Ungewolltes Kind und Ivy? Wow, okay. Ich hoffe, dass Gabrielle das zumindest vor den Kindern versteckt. Ansonsten verliere ich, glaube ich, jeglichen Respekt vor ihm. Aber ansonsten fühlen sich die Kinder ganz gut, oder? Wer wird denn jetzt schon wieder angerufen? Daisy?
Stella, darf ich vorbeikommen und mit den Spielsachen spielen? Ja, okay, Stella, dann kommst du vorbei. Die sind jetzt eh im gleichen Alter, das passt sehr gut. Außerdem haben wir ja gerade eine Geburtstagsfeier. Emma wird ganz kurz mit Haru sprechen und ihm einfach sagen, wir werden um Beruhigung bitten und dann wird sie Haru einfach erklären, hey, ich weiß, es ist spät und die Kinder haben heute Geburtstag, aber ich muss ganz dringend noch zu Raoul, weil wir haben sehr, sehr wichtige Dinge zu besprechen. Und ja, sie fühlt sich schlecht. Er scheint wütend zu sein. Ich schätze, nein, das tue ich eigentlich nicht. Okay, ihr Vater findet anscheinend, dass sie kein guter Mensch ist. Ich könnte mir vorstellen, dass er etwas vermutet. Es ist jetzt nicht so unauffällig. Und vielleicht ist er deswegen ein wenig wütend auf sie. Also, dass sie einfach nicht aufgepasst hat. Ja, das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also, ich glaube nicht, dass er keine weiteren Enkel mehr haben möchte. Ich glaube einfach, er macht sich Sorgen, dass sie das Ganze alleine nicht schafft. Aber Emma wird das alles allein schaffen. Ich glaube an sie. Wo wohnen sie noch schnell? Genau, in Del Sol Valley. Hier in diesem großen Haus. Raoul ist gar nicht da. Er ist beim Hanford Restaurant. Aber egal, das weiß Emma ja nicht. Sie wird jetzt auf jeden Fall mal dorthin schauen. Und wer weiß, vielleicht kommt Raoul ja nach Hause. Und ansonsten wird sie dort dann eben noch etwas auf ihn warten. Wir werden jetzt mal an die Tür klopfen. Hier geht es irgendwie gar nicht mehr gut. Was ist das für ein Geruch? Zu viel Denken vom Introvertiertsein. Okay. Ach, Raoul ist doch da. Man wird jetzt nochmal mit ihm sprechen. Und zwar werden wir uns jetzt einmal über unsere Probleme beschweren. Also ich weiß echt nicht, wie das ausgeht. Okay, die Begrüßung ist mal freundlich. Sie setzen sich an den Schachtisch. Wo sonst? Sie beschwert sich jetzt einfach mal darüber, wie er sich im letzten Part verhalten hat und dass man das einfach nicht zu einer Schwangeren sagen kann. Okay, sie hat jetzt auch ein Gefühl mit ihm. Zusammengewachsen durch gute Zeiten und größere Nähe durch glückliche Erinnerung. Dann werden wir nicht mit ihm im Viehstall rumschmusen, weil ich mir noch immer ziemlich sicher bin, viel mehr möchte er auch gar nicht von ihr. Aber wir werden ihm jetzt einmal nach seinem Kinderwunsch fragen und dann werden wir ihm auch klar machen, dass wir das Baby behalten möchten. Ich bin sehr gespannt, wie er darauf reagiert. Er ist auch wieder total angespannt. Ich möchte momentan keine Kinder. Alles klar. Er ist so unglaublich verständnisvoll. Wow. Raoul ist ein toller Fang. Aber jetzt fühlt sie sich auf einmal glücklich. Wobei, hier haben wir schon wieder Neuigkeiten schlecht aufgenommen. Wie kann man darüber nicht glücklich sein? Und hier haben wir, es ist unser Baby, weil Partner kein Baby will. Emma ist wütend auf sich selbst und ihren Partner, überhaupt in diese Situation geraten zu sein. Egal wie sehr sie versucht, verständnisvoll zu sein, ein Teil von ihr ist so wütend. Und sie ist einfach unglaublich wütend auf Raoul, weil er dieses Baby nicht möchte. Wir werden jetzt noch ihn versuchen, wegen der Schwangerschaft zu beruhigen. Das hat letztes Mal ja nicht funktioniert, aber vielleicht funktioniert es ja diesmal. Eigentlich auch schräg, oder? Dass sie Raoul so beruhigen muss, dabei bekommt sie das Kind und nicht er. Oh, er schenkt uns etwas. Das ist tatsächlich nett. Okay, Emma ist die Geschenkfreundin von Raoul. Geh mal schnell auf die Toilette. Oh, er hat uns einen Cottage-Pie geschenkt. Dann kann sie hier gleich mal ein Stück nehmen. Aber dann wird sie weiter mit ihm reden. Wir können uns hier nämlich entschuldigen, aber ich finde, Emma ist nicht in der Position, sich zu entschuldigen. Und deshalb wird sie ihm jetzt die kalte Schulter zeigen. Ich finde nämlich wirklich nicht, dass er damit gut umgeht. Er hat jetzt ein paar Tage Zeit, sich daran zu gewöhnen. Und im Endeffekt, ja, hat er sich dann nur gemeldet, um ein Date mit ihr zu haben. Und dann werden wir ihm einmal verbotene Wörter um die Ohren brüllen. Aber sie haben jetzt mittlerweile ein beleidigendes Gespräch. Also sie verstehen sich gerade wirklich, wirklich nicht gut. Übrigens, Emma wünscht sich schon wieder, ein Baby zu machen, obwohl sie gerade schwanger ist. Ja, also sie ist wirklich die perfekte Frau für eine 100-Baby-Challenge. Und hier ist jetzt auch Lenny. Er hat anscheinend das ganze Gespräch mit angehört. Und deshalb werden wir jetzt einmal zu ihm gehen und werden ihm die großen Neuigkeiten erzählen. Wer weiß, vielleicht reagiert Lenny ja besser drauf als Raoul. Ich meine, er ist nicht der Vater, also vermutlich reagiert er besser darauf. Aber schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sich jetzt nämlich schlecht fühlt. Ich meine, offiziell ist sie glücklich. Aber da hinten hat sie schon einige negative Stimmungen und das alles wegen Raoul. Also die beiden scheinen sich wirklich sehr, sehr gut zu verstehen. Sie wird ihm jetzt einmal von dem Feuer erzählen. Diese Interaktion hatte ich nämlich bei Raoul gar nicht, finde ich auch sehr spannend. Dann erzählt sie ihm einmal die großen Neuigkeiten. Und dann erzählen wir ihm die dramatische Geschichte, wie blöd Raoul drauf reagiert hat. Auch wenn Raoul da 2 Meter von uns entfernt sitzt, das ist mir egal. Raoul hat so reagiert, wie er reagiert hat und damit muss er jetzt umgehen können.
Aber gut, dann wird Emma jetzt wieder nach Hause gehen. Es war leider nicht sonderlich erfolgreich, also das Gespräch mit Raoul hätten wir uns eigentlich auch sparen können. Zumindest hat sie jetzt Lenny ein wenig näher kennengelernt und er scheint wirklich unglaublich nett zu sein. Aber wie gesagt, das mit Raoul, das wird, glaube ich, nichts mehr. Also keine Ahnung, ob ich ihn überhaupt irgendwie dabei haben möchte. Aber das werden wir dann im nächsten Part sehen, wie ich da weiter vorgehen möchte. Natürlich könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr in meiner Situation machen würdet. Oder besser gesagt, in Emmas Situation. Aber ja, und im nächsten Part gehen wir dann auch zum Ultraschall. Aber an dieser Stelle werde ich den Part dann jetzt auch beenden. Und das war's jetzt auch schon wieder mit meinem Video. Wie immer freue ich mich über jedes Like, über jedes Abo und über jeden Kommentar. Vergesst mir ja nicht, noch jede Menge Namensvorschläge dazulassen. Wie gesagt, im nächsten Part geht es dann ab zum Ultraschall und dann wissen wir endlich, wie viele Kinder Emma bekommt und was für ein Geschlecht diese haben werden. Aber gut, dann hoffe ich, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!